Ja, da fragen wir doch mal nach bei Achim Unser, zugeschaltet aus der SPD-Parteizentrale. Ja, noch vor einem halben Jahr hätten die Sozialdemokraten sich ja nicht träumen lassen, nach der Wahl vor der Union zu liegen. Ist das jetzt eine Art Wiederauferstehung der SPD? Ja, auf jeden Fall ist ein sehr gutes Ergebnis für die SPD. Damit hat man tatsächlich vor zwei Monaten noch nicht gerechnet. Jetzt ist sie allerdings in einer ungewöhnlichen Situation, denn laut Umfragen, schon vorher war es ja immer so, dass Olaf Scholz weit vorn lag, wenn es darum ging, den Kanzler direkt zu wählen. Da lag er vor Armin Laschet, vor Annalena Baerbock und jetzt tatsächlich hat man auch die Wahl gewonnen. Aber ich begrüße hier den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Jetzt ist sie doch in der Situation, dass in gewisser Weise Armin Laschet möglicherweise die besseren Karten hat, weil Christian Lindner sich immer ganz klar zu Jamaika bekennt. Also wir freuen uns erstmal darüber, dass wir so fulminant aufgeholt haben, dass wir jetzt deutlich auf Platz 1 liegen. Die SPD und Olaf Scholz sind die Gewinner des Abends gestern. Und jetzt wollen wir auch, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler wird. Und die Union muss man ja einfach mal festhalten. Der schwarze Balken geht ganz weit nach unten. Armin Laschet ist der klare Verlierer auch des Wahlabends. Und das hat ja damit zu tun, was in den letzten Monaten in der Union passiert ist. Also faule Maskendeals, denn Hans-Georg Maaßen, dem die Tür aufgestoßen wurde, der ja von den Bürgerinnen und Bürgern Gott sei Dank verhindert wurde, aber nicht von Armin Laschet als Parteivorsitzenden. Und es war ein wirklich inhaltsleerer Wahlkampf, den die Union geführt hat. Da waren keine Ideen, keine Konzepte für die Zukunft des Landes. Und ich bin gespannt, ob FDP und Grüne einer solchen Partei, die der deutliche Verlierer des Wahlamts ist, ob man denen ernsthaft ein Gespräch anbietet. Also gut, die FDP hat das ja gestern noch mal betont. Christian Lindner hat gesagt, ich sehe mich da bei der Union. Die Grünen, und das ist eben das Schwierige für sie, die sagen, wir gehen dahin, wo wir mehr für unser Kernthema Klima erreichen. Wir sind da ganz ergebnisoffen, das hat Robert Habeck gesagt. Und insofern tatsächlich ist es so, dass Olaf Scholz bzw. Sie dann beide überzeugen müssen. Sie haben es tatsächlich schwieriger. Aber das ist doch ganz normal, dass man in Verhandlungen auch guckt, wer kann welche Schwerpunkte setzen. Ich glaube übrigens, das ist für das Klima in einer Regierung total wichtig, dass man nicht das wiederholt, was beispielsweise 2009 bei Schwarz-Gelb war. Ich meine, da ist die FDP mit 15 Prozentpunkten in das Parlament gewählt worden und war am Ende der Legislatur dann außerparlamentarisch. Und das hatte ja ganz viel mit dem vergifteten Klima in dieser Regierung zu tun, wo man sich runtergemacht hat die ganze Zeit. Also hier müssen sich jetzt Partner zusammenfinden, die gemeinsame Ziele definieren, beispielsweise beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung, bei der Staatsmodernisierung. Das sind große Zukunftsaufgaben, die wir anpacken müssen mit der nächsten Regierung. Und das muss so funktionieren, dass es eine Kultur des Miteinanders gibt in der Regierung, dass man nicht permanent auch in harten Auseinandersetzungen in der Regierung selbst ist. Und das sind Gespräche, zu denen wir bereit sind, wo wir das Angebot jetzt auch machen werden. Aber klar ist eben auch, es gibt wichtige Bereiche, die wir umsetzen wollen, die wir durchsetzen wollen. Das darf keine Regierung sein, die einfach nur auf ein Weiter so setzt und die vom Machterhalt getrieben ist, sondern es muss eine Regierung sein, die wirklich etwas anpackt. Sie haben es als Wahlkampfmanager geschafft, während des gesamten Wahlkampfs die Partei geschlossen zu halten. In gewisser Weise müssen Sie die Arbeit jetzt fortsetzen, natürlich mit den anderen, mit Olaf Scholz, weil Sie werden der FDP sehr weit entgegenkommen müssen und möglicherweise dann Probleme mit ihrem linken Flügel bekommen, weil die sagen, das ist nicht unsere Politik. Die ganze SPD hat deutlich gemacht in den letzten Wochen, dass wir für Olaf Scholz gekämpft haben, dass wir regieren wollen, wir wollen den nächsten Kanzler stellen. Und damit gehen wir jetzt auch in die Gespräche. Und die Geschlossenheit der SPD, dass wir wirklich als Team aufgetreten sind, mit Olaf Scholz an der Spitze, aber eine wirkliche Teamleistung, das hat uns ja auch so erfolgreich gemacht mit in den letzten Wochen. Deswegen sind wir jetzt auf Platz 1 gelandet. Und das hat jeder in der SPD gesehen, dass das ein Garant dafür ist, dass wir erfolgreich sind, dass man zusammenspielt, dass man die Dinge auch gemeinsam auf den Weg bringt. Und das wird jetzt so weitergehen. Heißt gemeinsam auf den Weg bringen, dass man möglicherweise diesmal den Koalitionsvertrag bzw. die Verhandlung anders gestaltet, dass man nicht überall Kompromisse findet, die dann weichgespült sind, sondern dass jede Partei, also es werden ja drei Partner sein, jeder Partner wirklich sein Kernziel durchsetzen kann, um vor die Wähler zu treten und zu sagen, seht ihr, ich habe das geschafft. Wir werden das heute in den Gremien beraten, Parteivorstand und Präsidium tagen ja heute. Da wird es natürlich eine Auswertung von gestern geben, aber auch der Blick nach vorne, wie geht das jetzt weiter? Ich persönlich halte das für wichtig. Das wird das erste Mal sein, dass wir eine Dreierkonstellation bekommen in diesem Land. Das ist eine Umbruchphase. Nach 16 Jahren Merkel steht eine nächste Regierung auch vor großen historischen Aufgaben. Und das muss ein Klima sein in dieser Regierung, das das Miteinander ermöglicht, das auch deutlich macht, wer hat da welche Leuchttürme als inhaltliche Projekte in dieser Regierung. Aber vor allem muss es darum gehen, dass man ein gemeinsames Verständnis hat für die großen Aufgaben, die dringend und mit Schwung angepackt werden müssen. Klimaschutz, Digitalisierung, Staatsmodernisierung, die Europäische Union voranzubringen. Also diese Aufgaben hat eine nächste Regierung zu bewältigen.
Christian Lindner hat ja angekündigt oder angedeutet, dass er es mit den Grünen verhandeln will und dann kommt man auf die beiden größeren Parteien zu. Werden Sie so lange warten oder werden Sie sagen, nee, also da sind wir schon Wahlsieger, wir werden proaktiv auch uns also tätig werden? Wir sind auf Platz 1. Der Wählerwille ist ja deutlich geworden gestern, dass man die SPD auf Platz 1 geschickt hat. Auch die persönlichen Werte von Olaf Scholz zeigen ja ganz deutlich, die Menschen in diesem Land wollen ihn als Kanzler. Sie haben ihm das Vertrauen geschenkt. Und deswegen werden wir natürlich auch zu Gesprächen einladen und werden diese recht bald führen. Unser Ziel ist, eine stabile Regierung zu bekommen, sie bald zu bekommen. Und es soll eine Regierung sein, die von Olaf Scholz angeführt wird. Letzte Frage noch. Markus Söder von der CSU hat ja vor dem Wahltag gesagt, naja, also Platz 1, was anders geht eigentlich nicht. Und danach jetzt war es so, dass man ganz schnell gestern Abend gesagt hat, naja, auch von Platz 2 aus kann man auch regieren. Wie empfinden Sie das? Ich verstehe, dass die Union sich jetzt an die Macht klammert und dass man versucht, jetzt krampfhaft einen Weg zu finden, wie Macht erhalten bleiben kann. So, das ist ja das, was wir seit Monaten auch erleben, dass die Union völlig außer Rand und Band ist. Ja, und also insofern kann ich das verstehen, was die Union da macht. Aber nochmal, die Wählerinnen und Wähler haben gestern ein deutliches Signal gesetzt. Diese Union wollen sie nicht mehr in Verantwortung. Und Armin Laschet ist ein schwacher Kandidat. Ich meine, er schafft es gerade nicht mal, Fraktionsvorsitzender zu werden. Er greift nicht nach dem Fraktionsvorsitz, was eigentlich ja alle erwartet haben, dass er dann noch sagt, er hört als Ministerpräsident auf und dann wird der Fraktionsvorsitzender. Selbst dazu fehlt ihm die Kraft. Und das zeigt auch, dieser Mann ist nicht in der Lage, die großen Zukunftsaufgaben dieses Landes anzupacken. Ja, wenn er jetzt sagen würde, ich will Fraktionsvorsitzender werden, dann hat er eigentlich einen Anspruch abgegeben, dass er Kanzler werden will. Insofern ist das natürlich ein Problem für Sie. Das sage ich Ihnen, das ist etwas ganz Normales, dass jemand, der hier nach Berlin kommt, nach dem Fraktionsvorsitz greift und sagt, aus dieser Position der Stärke als Partei- und Fraktionsvorsitzender führe ich dann die Gespräche, die Koalitionsverhandlungen. Das wäre der normale Weg, aber dafür ist Armin Laschet zu schwach. Vielen Dank. Soweit Lars Klingbeil, der sagt, die SPD wird auf die beiden kleinen Parteien zugehen und nicht abwarten, bis die sich bei ihr melden.